Und ja, den Schwarzfüßen tut das jetzt keinen Abrieb, dass ich mit den Inuit handle, jedenfalls in der Mission nicht. Und ich denke mal, solange ich ihnen nicht den Krieg erkläre, sollte eigentlich alles gut sein. Ich habe auch nicht wirklich vor, ihnen den Krieg zu erklären. Sie haben nämlich eigentlich eine ziemlich gute Armee da, sag ich mal. Also, da haben sie einen Speerträger und da haben sie nochmal vier. Das sind fünf Speerträger immerhin, die ich jetzt gerade sehe. Wobei, da ich ihre ganze Siedlung sehen sollte eigentlich. Sollte ich nichts wirklich verpassen. Ja gut, ich sehe nur ihre Gebäude, aber nicht ihre Leute. Beziehungsweise, so wie es aussieht, sehe ich nicht mal alle Gebäude, weil sie zum Beispiel geht jetzt gerade in den Kriegsnebel. Also wenn, dann müsste ich alles erkunden, um alle Gebäude zu sehen. Tue ich aber gerade nicht. So. Du machst deine letzte Fuhre mit dem Essen. Und ja, ich mache jetzt gerade alles auf Vollspeed, weil sonst dauert es zu lange. Ich meine, wir werden wahrscheinlich noch die ganze Aufnahmesession mit der Mission brauchen. Bevor wir dann zur nächsten Mission kommen werden überhaupt. Okay, wir haben jetzt 17 Speere. Halt, werden hier schon welche eingelagert? Na gut, mach nochmal vier Stück. Habe ich mich irgendwo verzählt? Ich hätte eigentlich schon König habe auf 9 gestellt. Aber hier sind keine Speere. Da ist nur ein überschüssiger Stein. So, wir haben nur drei Obdachlose. Unverheiratete sieht ein bisschen anders aus, aber die, die unverheiratet sind, leben wenigstens in einem Haus mit einer Frau. So, wir haben schon mal eine Sache getauscht. Das heißt, wir wechseln dann auf den Handelsvertrag. Ich hoffe, er setzt dann alles wieder da rein. Und da müssen wir halt warten, bis unsere Träger die Speere abholen. Also die Mission mache ich auf jeden Fall in der Aufnahmesession noch fertig. Ja, ich weiß, dass du keine Waren findest, weil wir die Speere brauchen. Ich kann ja sogar Speere auf Demand setzen. Erhöhe Wunschmenge, erhöhe Mindestbestand. Aber ja, eigentlich müssten sie jetzt langsam
die Speere ins Lager bringen. Zwei hat er bis jetzt. Für was holt ihr Holz, wenn ihr eigentlich gar nichts mehr produziert da drin? Ach, einen machst du noch, okay. Ja. Gabelbart will beten. Ja, das ist auch so eine Sache, die Religion nämlich. Die geht runter. Und da betet er jetzt am Schiff. Das bringt ihm nur nicht so viel. Er muss halt länger beten. Und wird nicht voll. Würde er jetzt an seinem eigenen Haus beten? Also wir Öl zur Verfügung herstellen, dann würde das viel leichter gehen. Vor allem würde er das dann machen, während er rastet. Na kommt Leute, holt mir Speere. Ich stelle mal Wunsch und Mindestmenge auf 20, dass sie vielleicht sich mehr auf die Speere konzentrieren. Okay, Mindestmenge sollte ich ausstellen. Ich würde mich halt wirklich freuen, wenn es einen leeren Button gibt. Aber die beiden Träger, die haben nicht wirklich den Drang, Speere zu holen. Während du nicht den Drang hast zu arbeiten. Ah. Kann trainiert werden. Ja, schön für dich. Ich will, dass ihr mir Speere bringt. Dann holst du mir halt da hoffentlich jetzt direkt Speere. Wenn ich das als Arbeitsmittelpunkt einstelle. Ja, gut. Und deinen setze ich auch so nah wie möglich da dran, dass du mir auch mehr Speere bringst. Ja, da liefert er jetzt die ersten drei aus. Gut, das war das Problem. Wenn ich nämlich jetzt nach ihrem Arbeitsmittelpunkt gucke, ist er nah an dem Speerträger. Das heißt, sie holen bevorzugt die Speere da ab.
Und ich denke, sobald das Speerlager mit Holz voll ist von unserem Träger hier, wird er anfangen, Speere einfach wegzubringen. Guckt euch das an, unsere Bäckerei ist überfüllt. Ja, eine Bäckerei wirkt wahre Wunder, was Nahrungsproduktion angeht. Wir sind übrigens fast voll. Was Nahrung angeht und Leder auch. Wir fangen sogar schon an, Mehl einzuliefern, ja. So, die ersten Speere werden geliefert. Ja. Wir kriegen dafür das versprochene Leder. Und du hast gar nichts zu tun. Dann hilfst du mal. Hier beim Speere abholen. Ja. Sehr gut. Da kriegen wir auch gleich 9 Speere rein, wobei ich glaube, 9 wird nicht passen, weil er da nicht genug Leder mitnehmen kann. Würde wahrscheinlich nur 6 nehmen. Und ja, er hat 6 Speere dabei. Das ist sehr gut. Holz wird auch wieder reingebracht. Wir können uns mal Statistiken ansehen, was Waren so angeht. Wir jagen nämlich ziemlich hoch. Gerade was Nahrung angeht, steigen wir ziemlich hoch an. Bei Speeren, Speer, machen wir jetzt wieder den Sinkflug. Weizen wird auch immer mehr. Wird, glaube ich, sogar mittlerweile hier eingelagert, ja. Weil wirklich eine Weizenfarm mit 2 Farmern kann ziemlich viel versorgen. Vielleicht brauchen wir irgendwann eine Weizenfarm mit 3 Farmern. Dann bauen wir aber auch ein Dreifamilienhaus für die. Für ein Dreifamilienhaus bräuchten wir allerdings dann einen Werkzeugschreiner, also sollten wir den sehr schnell machen. Aber ja, wir haben jetzt schon 9 von 20. Also fehlen noch 11, also noch der letzte Speer wird gerade geholt. Das heißt, ihr kriegt wieder euren normalen Arbeitsbereich. Ihr beide. Und du ziehst um in die Werkzeugschreinerei. Und sobald die mit Holz vollgepackt ist, geht unser Holzfäller mal wieder dort arbeiten, damit wir wieder Werkzeug reinkriegen. Weil das Werkzeug wird dann doch langsam aufgebraucht. Und
Und ja, Tatsache, wenn ich die auf Null stelle, dann wird nicht mehr gemeckert. Da kann wieder einer trainiert werden. Da gehen wieder 6 Speere raus. Das heißt noch 2 Ladungen. Ja. Siedlung läuft perfekt. Wie gesagt, 90%. Es fehlt noch ein Schuster und ein Möbelmacher. Dann hätten wir noch Schuhe und Möbel. Dann wären die Wikinger alle richtig happy. Aber da wir irgendwann vorhaben, die Siedlung aufzugeben, weiterzuziehen. Deswegen steht ja hier unser Hauptlager. Ja. Das ist jetzt die vorletzte Lieferung an die Inuit. Flop. Kriegen sehr viel Leder. 10 Stück. Ja, wie sieht es eigentlich so aus auf unserem Technologiebaum? Wir könnten, hätten theoretisch auch einen Lederschneider noch bauen können und unsere eigenen Speerkämpfer ausbilden können. Wir hätten auch uns den Sonnstein mit Gewalt holen können. Aber warum sollten wir das in einem eigentlich eher friedlichen Spiel, wo es eigentlich das Hauptziel ist, eine Siedlung aufzubauen und alles am Laufen zu halten. Es ist kein militärisches Spiel wie Age of Empires. Das ist nicht mal so militärisch wie Siedler, so gesehen. So, letzte Lieferung an Speeren. Also die letzten 6. Und ich nehme es irgendwie zurück, dass Bäume nicht nachwachsen. Gott habe ich es hier unten jetzt ein Urwald, ey. Na, zum Glück habe ich Mehl im Überschuss. Und brauche mir jetzt nicht die Mühe machen, irgendjemanden zum Kundschafter zu machen, um den Wald zu roden. Damit wir mehr Platz haben. Für das Weizen. Ja, Speermacherei ist aber auf Null. Wird also gerade nicht gebraucht. Wir sind ja eh jetzt gleich fertig. Perfekt zum Abschluss der Aufnahmezeit. Ja, wir sind jetzt über 2 Stunden an der Mission gehockt. Aber auch, weil ich mir Zeit gelassen habe teilweise. Aber daran gewöhnt man sich irgendwann. Mission erfüllt. Nachdem es uns gelang, die Inuit mit ausreichend Nahrung und Waffen zu versorgen, schickten sie ihre Krieger los, die Schwarzfüße zu besiegen. Nach einem heftigen Kampf, den auch spätere Generationen in ihren Liedern besingen werden, gelang es ihnen, ihre Feinde niederzuringen. In der Hütte des Häuptlings fanden sie auch den Sonnenstein, den sie meinem Großvater als Dank für unsere Hilfe überreichten. Ja. Missionsziele, Mission erfüllt.
So, da würde ich mal sagen, auch wenn die Schwarzfüße da eigentlich immer noch am Leben sind. Ja. Gehen wir mal aus dem Speed raus. Würde ich sagen, bevor ich jetzt ins Hauptmenü gehe, mache ich einfach einen Cut. Hey, Olaf kann trainiert werden. Auch wenn es nichts mehr bringt, mache ich hier einen Cut. Und dann sehen wir uns das nächste Mal im Hauptmenü wieder, wenn ich die nächste Mission starte. Also, bis dann.